Hallo, du übernimmst hier in Münster den Intercity 2218 auf dem Abschnitt bis Bremen Hauptbahnhof. Öffne die Türen und rüste den Zug fertig auf. Sie fahr PZB LZB. Gute Fahrt! Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Fahrt hier im Train Simulator 2020. Wir sind heute mal nicht allein unterwegs. Da ist noch so ein Lokführer neben mir. Genau, ich bin auch mal wieder mit dabei seit, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist. Ich glaube, es war im Februar das letzte Mal oder Januar. Dezember kam, glaube ich, bei mir das Ja, Video stimmt, raus. Darüber Dezember hatten wir sogar. irgendwann noch Noch geredet, schlimmer. weil wir hatten. Ja, das ist schlimm. Und ja, heute hat es mal endlich wieder geklappt. Richtig. Und ich glaube, wir müssen auch sofort hier schon anfangen, unseren Zug fertig zu machen und Türen auf. Also ich habe meine 120 jetzt schon aufgerüstet. Du fährst ja mit dem Intercity-Steuerwagen. Genau. Ja, Ich dann. habe mir gedacht, komm, ich liebe die 120 so sehr. Gut, dann schalte ich hier mal kurz auch alles ein. So, hier fährt schon die Eurobahn ein. Die RB66. Genau, so, und LZB dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. So, und das. Was ich ja wirklich mal schön finde, also das ist sowas zum Beispiel, was ich immer sage, wenn man es in den Szenario einbaut. Ich finde zum Beispiel diese Bahnsteigsanzeiger extrem schön. Ja, das stimmt. Nur ich habe das Gefühl, also kann das wirklich sagen, das ist ein Heidenaufwand, das einzubauen, aber das schätzt so in etwa niemand wert. Das finde ich ein bisschen traurig. Ja, weil vielleicht ist es halt auch einfach so, dass man halt auch schnell immer daran vorbeifährt, ne? Und dann bleibt man im Richtig. Führerstand. Wir können uns das hier nochmal anschauen. Hier sind auf alle Fälle welche. Jetzt muss ich hier mal kurz lang fliegen. So, ups, hier ist nämlich Hamburg-Altona, unser Zug. Genau, Hamburg-Altona. So, dann haben wir noch 1 Minute ungefähr. Dann gehe ich mal wieder nach vorne schnell. Genau. Die Guck Ausfahrt auch gerade steht ja mal, dass ich schon. nicht. Genau, die Ausfahrt steht schon. Ich schätze mal, das L steht für längerig bei dem Richtungsanzeiger. Ich glaube ja. Also würde Also jedenfalls ich passen. wüsste jetzt nichts anderes. Und hier ist ja schon gut was los an Güterverkehr und allem drum und dran. Es ist sogar das erste Mal, dass ich heute auf der Strecke unterwegs bin, hier in Münster-Bremen, zumindest im TS. Obwohl die Strecke jetzt schon auch schon wieder, ich weiß gar nicht, wie lange rausgekommen ist. Ja, ist schon ein bisschen was draußen. Ich meine, du warst ja schon öfters mal hier unterwegs. Du hast doch schon, glaube ich, einige Ich Szenarien war gebaut, da. oder? Ich habe da letztens sogar noch was mit einem Knallfrosch veröffentlicht. Ah ja, okay, ja, stimmt. Genau. Stimmt, apropos Szenario, das Szenario ist von Lucky God aus dem Rails'em Forum. Genau. Und meine Türen schließen sich. Meine Türen schließen sich auch. Mensch, synchron, das gibt's ja nicht. So. Und meine Türen sind zu. Gut, dann können wir ja abfahren, ne? Wenn meine Lok jetzt aufschaltet, das ist eine andere Geschichte. Ah, jetzt schaltet es. Okay, Gut. sehr schön. Gut, ich rolle auch Hatte los. so. Perfekt. Ich rolle auch schon. Hatte meine kleine 120 so ein bisschen Startprobleme. Ja, soll vorkommen. Das kommt in den besten Lokfamilien vor. Das glaube ich. So, jetzt müssen wir mal schauen. Okay. Alles klar. Befreien wir uns mal. So. Okay, perfekt. Ja, ungefähr 70 Minuten sind wir, glaube ich, heute unterwegs. Also das sollte eigentlich ganz machbar Ja, sein. auf alle Fälle. Vor allem, da wir halt auch relativ schnell fahren können. Was Richtig. mit Güterzügen würden wir wesentlich länger brauchen, logischerweise. Ich habe da ja so einen Güterzug in Arbeit auf der Strecke von Osnabrück alleine nur bis Bremen Ja. und der dauert irgendwie 140 Minuten. Meine Güte. Ah, ich glaube. Oh, was? Ach, okay. Hier stehen noch 285er abgestellt. Die haben da, glaube ich, irgendwie Ja. hinrangiert. Aber was ist halt auch so, dass von Osnabrück oder beziehungsweise von Münster nach Osnabrück dauert es halt wirklich eigentlich ziemlich kurz und dann ist eigentlich nochmal so fast eine ganze Stunde. Also nicht ganz, aber so 50 Minuten braucht man nochmal bis Bremen.
vor allem das Interessante ist ja, hier fährt ja eigentlich vom Nahverkehr her nur die RB 66 und halt die paar Fernverkehrszüge. Und jetzt im Fahrplanwechsel wird der RE2, der aus Düsseldorf nach Münster fährt, wird nach Osnabrück verlängert und ergibt dann mit der RB 66 einen Halbstundentakt. Ah, okay. Ist das dann Deutsche Bahn? Ja, RE2 ist Deutsche Bahn. Ah, okay. Alles klar. So. Auch an Güterverkehr ist ja jetzt... Ich war irgendwann mal an der Strecke mal kurz und da jetzt kommt die Ansage. Im Namen der Deutschen Bahn möchte ich auch die in Münster zugestiegenen Fahrgäste an Bord des IC 2218 nach Hamburg-Altona über Bremen und Hamburg Hauptbahnhof herzlich begrüßen. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist Osnabrück um 15.21 Uhr. Bei Fragen oder Problemen scheuen Sie sich nicht, uns das Bordpersonal anzusprechen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Das war doch mal eine nette Ansage. Ja, würde ich auch sagen, auf alle Fälle. Finde ich auch immer cool, wenn die so eingebaut sind in die Szenarien. Ja. So, jetzt kommen wir hier auf diese Brücke hier zu. Das ist die Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal. Mit Schleuse rechts daneben. Ich glaube, du hast wirklich recht gehabt mit deiner 120 hast du ein bisschen mehr Leistung. Ich bin jetzt bei Kilometer 71,8. Ja, lass dich mal kurz. Ja, dann bist du schon ein bisschen weiter. In der Tat. Ich lass mich jetzt rollen. Ich roll gerade hier durch die Südmühle durch. Okay. Ja, gut, dann. Ja, das hole ich alles wieder ein. Kein Problem. Ja, ja. Ja, ja. Meine 120er streikt gleich irgendwann und dann. Du musst heute mit 160 fahren. 200 ist heute nicht drin. Aufgrund von Problemen mit der LZB fährst du heute signalgeführt. Ja. Und jetzt hier von rechts kommt die Güterumfahrung von Münster. Genau. In Südmühle. So. Jetzt müssen wir hier doch nochmal kurz wieder abschalten, weil sonst wird das hier nichts. Ja, aber das ist wirklich die Geschichte von Münster nach Osnabrück. Es ist halt wirklich kurz. Ja. Und wirklich. Also ich glaube, Nahverkehrsszenarien, die überall halten, gehen ungefähr so 45 Minuten. Mhm. Und wenn du überall durchdonnerst, bist du halt innerhalb von 25 Minuten das abgefahren. Ja, genau. Ja, so wird es ja heute bei uns sein, so ungefähr. Genau. Was auch interessant ist, dass die Strecke eigentlich bis kurz vor Längerich hast du gefühlt keine Kurven. Du fährst einfach nur geradeaus und dann hältst mal so ein paar leichte Kurven und dann in Längerich durch... Eigentlich wirklich unterfahren wir ja dann den Teutoburger Wald in dem Tunnel, in dem einen. Mhm. Und ab da wird es dann ein bisschen kurviger bis Osnabrück und dahinter eigentlich auch. Aber jetzt, also kein Wunder, dass wir jetzt 200 fahren können, weil wir fahren eigentlich die ganze Zeit nur geradeaus. Vor allem das Interessante ist, ich weiß nicht, ob es derzeit noch so ist, aber auf der Rollbahn gab es sehr, sehr lange Ausnahmegenehmigungen, weil es gab hier noch relativ lange, wie die Strecke schon für 200 km ertüchtigt war, gab es hier noch Bahnübergänge. Ah, okay. Und es gibt nämlich Sondergenehmigungen, wo du LZB geführt mit 200 über Bahnübergänge fahren darfst. Die sind aber mittlerweile, gibt es glaube ich keinen einzigen mehr, ja, stimmt, der so schnell befahren werden darf. Ah, okay, ja, gut zu wissen, das wusste ich vorher noch gar nicht. Weil die Bahn will ja auch alle Bahnübergänge rückbauen oder halt daraus Unterführung und Überführung machen, wo es sich wirklich lohnt bei gut befahrenen Hauptstrecken, weil so ein Bahnübergang ist natürlich immer Unfallstelle Nummer 1. Ja, das glaube ich. Ja, auf alle Fälle. Ich glaube auch mal gehört zu haben, dass auch die Deutsche Bahn hier auf der Strecke zwischen Münster und Osnabrück auch viele Überführungen gebaut hat, beziehungsweise Unterführungen. Naja, halt eben größtenteils um die Bahnübergänge wegzubauen. Genau, genau. So, ich komme jetzt hier, was sehen wir hier, 79, bin ich jetzt durch West-Bevern durchgefahren. Ich bin jetzt bei 79,8. Ja, guck mal, da bist du gar nicht so weit vor mir mehr. Ja, ich fahre auch gerade nur 170. Ach so, ja gut, ich bin mit 200 genau unterwegs. Da kannst ich schalte jetzt mal auf, dass ich auf die 200 komme. Ja, genau, komme. Das ist gar keine schlechte Idee.
Genau, das stimmt. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist ja die Rollbahn hier im Grunde. Von Jan Bleis gebaut. Genau, von Jan Bleis. Ich wollte gerade sagen, die Rollbahn geht ja, glaube ich, von Hamburg bis Wanne-Eickel. Genau, genau. Und also im Grunde nur ein kleiner Teil von dem, was sie eigentlich genau. ist. So. Ich weiß gar nicht, ob er schon eine neue Strecke wieder angekündigt hat. Fällt mir gerade so ja, ein. Ja, doch. In Berlin die S25. Ah, okay. Also eine S-Bahn-Strecke? Richtig, eine S-Bahn-Strecke baut er derzeit. Ah, okay. Da hat er einen relativ großen Teil schon durch Berlin-Leipzig da. Mhm. Aber er wird die S25 halt vervollständigen. Ah, okay. Ja, ich meine, S-Bahn-Strecken gibt es ja eigentlich noch gar keine. Auch vor allem für Berlin, da gibt es halt den Teil von hier Berlin-Wittenberg oder Berlin-Leipzig. Aber sonst ist ja bisher noch nicht ganz so viel los da, ne? Ja, okay, generell von diesen Gleichstrom-S-Bahnen gibt es halt relativ wenig. Es gibt zwar von DTE diese Hamburg-S1-Route, aber da gibt es ja auch nur den 474 und der ist jetzt von der Qualität her auch nicht ganz so schön. Ja, kann man so sagen. Es gibt generell viele Fahrzeuge, die ich mir im Test zum Beispiel noch so wünschen würde. Was halt ein richtiger Augenschmaus wäre der ET91, dieser gläserne Zug, der da bei dem Unfall von Garmisch-Partenkirchen kaputt gegangen ist. Ah, okay, ja. Okay. Das wäre halt zum Beispiel, dann fährst du so über Garmisch, München und machst so eine Ausflugsfahrt zur heutigen Zeit oder sowas. Wäre zwar alles vermutlich größtenteils fiktiv, weil der Zug ja nicht mehr fahren kann. Ja. Aber, mein Gott. Ja, das stimmt, definitiv. Also ich meine, es gibt vor allen Dingen erstes Mal noch aus jetzt schon, sage ich mal so, längerer Zeit her gibt es halt viel Rollmaterial, was es noch fehlt, aber auch vor allen Dingen auch modernes Rollmaterial fehlt halt auch noch. Ja. Einiges. Das stimmt. Aber ich meine, es gibt halt auch viel. So, wir haben mittlerweile eine LZB-Ankündigung auf 130. Ja, bei mir ist noch 160. Aber das geht dann auf 130 runter. Genau. Ich lasse ja schon mal so ein bisschen ausrollen. Solange ich, glaube ich, keine Zwangsbremsung heute kassiere, sollte das, glaube ich, ganz gut passen mit dem Fahrplan. Also, ja. Mal schauen, ne? Also, ich meine, ich glaube, LZB geführt werden wir wahrscheinlich nicht immer fahren heute. Nee, kurz hinterlängerig schaltet sich die LZB auch kurz aus. Ja, schön. Da ist nämlich gar keine LZB. Also ich fahre jetzt gerade durch Kattenfenne durch. Ich bin jetzt bei Kilometer 91,6. Okay, dann bist du... Ja, bist kurz vor mir bist du noch. Ja. So. Aber ich glaube, ich kann hier noch mal ein bisschen aufschalten, weil... Es dauert doch noch ein bisschen, bis wir hier wieder... bremsen müssen. Genau, und jetzt sieht man aber schon ganz schön eigentlich so ein bisschen am Horizont die Erhebung vom Teutoburger Wald, wo wir dann gleich durchfahren werden oder unten drunter durchfahren. Ja, das sieht ja, genau. Das sieht man so ein bisschen schon am Horizont, genau. So dieses. Weil das ein bisschen genau, Berg. Das Münsterland ja ziemlich flach ist. Und richtig, das ist ja. Sieht man das da ziemlich gut eigentlich. Das Münsterland ist ja fast gefühlt, also es ist nicht so flach, aber man könnte es ja schon fast zu Nordfriesen. Also da ist es ja flacher. Ja, auf alle Fälle. Aber man kann es schon relativ gut damit vergleichen, würde ich sagen. Ja, oder halt mit den Niederlanden. Das auch, aber das ist natürlich dann noch ein bisschen extremer. Genau. So, ich bremse jetzt schon. Also ich bin jetzt auf 160 ausgerollt und ich habe noch 2 Kilometer bis zu 130. Okay. Also ich gehe jetzt gleich einfach mit der E-Bremse ein bisschen rein und dann... Ja genau, das mache ich ja auch gerade. Dann freut sich die Deutsche Bahn, wenn wir wieder Strom ins Netz zurückspeisen. So muss das doch sein, oder? Richtig.
Also wenn ich zum Beispiel so einen Leerzug fahre von Süßen nach Stuttgart oder sowas, dann gucke ich auch immer, dass ich relativ wenig verbrauche, weil so mit den Leerzügen, wenn du halt gut wirklich Fahrplanreserve hast, dann ziehst du halt einmal hoch und lässt halt möglichst lange rollen. Zum Beispiel, wenn du von Geislingen runterfährst ich sag jetzt mal runter nach Göppingen und du fährst leer, dann ist das wirklich kein Problem, weil dann ziehst du halt einmal kurz bei Geislingen auf die 40 oder so hoch und lässt dich dann halt einfach auf deine Geschwindigkeit runterrollen, weil es geht halt die ganze Zeit bergab. Da reicht es halt auch einfach, ohne groß aufzuschalten, die 140 und rollst dann halt an. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ganz kurz vielleicht hier, jetzt kommen wir hier nach Längerich rein, hier auf der rechten Seite ein ganz großes Zementwerk. Dieckerhoff heißt Und es, glaube da ich. ist auch in Längerich ist auch die, ich glaube, die TWE, Ja, genau, hast die recht. Teutoburger Waldeisenbahn. Die haben ja auch diesen VT03, den sie da ja irgendwie immer für diese Kartoffelpuffer-Expresse einsetzen. Okay, das weiß ich nicht, aber klingt auf alle Fälle gut. So, und jetzt kommen wir hier nämlich schon in diese zu diesem Tunnel. Richtig, der jetzt auf 110 Ohm meine LZ. Ja, ich habe ja LZB und AFB aktiviert. Ja, Das bremst ja quasi eigentlich für mich komplett guck alleine. mal, so einen Luxus habe ich in dem Steuerwagen nicht. Muss ich alles selber machen. Ja, du hast keine AFB, das stimmt. Muss ich. So, Ah ja, LZB Ende, Ende. ja, muss ich auch bestätigen. Aber weißt du, nach dem letzten Video mit dem Velaro, wo ich ja eigentlich nichts machen musste, wo ich einfach nur Ja. geschaut habe. Ja, wobei der Velaro ist ja, ich habe ja auch unter das Video drunter geschrieben, also ich sehe meinen Velaro. Ja, ich meine, ich finde der ICE, also der ist wirklich eigentlich ganz gut gelungen. Der Velaro D ist vor allem, weißt du, wer da technisch dahinter sitzt? Nee. Mike Goltz. Ah. Der Okay. hat den komplett geskriptet. Ja, ich meine, wer sonst? Ja, wer sonst baut so eine Expert-Line-mäßige Steuerung ein, Ja. ne? Ich hatte sogar ganz vergessen, das hatte ich ganz echt aus dem Blick verloren, dass es da auch Sound-Updates und alles für gibt, weil ich dachte Ja, halt, das ja. klang eigentlich von vornherein schon so gut alles. Oder also eigentlich schon, da habe ich echt auch ganz vergessen zu schauen überhaupt, ob es da überhaupt was gibt. Aber es gibt natürlich alles schon. So, 160, aus der LZB bin ich raus. Ich bin auch aus der LZB raus. Oh, Und wir sind jetzt ich in muss, glaube ich, Niedersachsen. jetzt muss ich die AFB kurz deaktivieren. Weil jetzt verliere ich nämlich gerade extremst an Geschwindigkeit. Ziehen wir die wieder vor. Ich glaube, die ist gar nicht mehr an, oder? Ah, doch, sie war noch an. Okay, egal. Ja, manchmal ist das so ein bisschen. Ich fahre halt in Realität eher seltener AFB. Gibt es da eigentlich auch so Weil. eine Regel, also dass man das sollte, oder ist das einfach auch Präferenz, wie man es will? Es gibt ja beim Fernverkehr diese angebliche Weisung, dass die mit AFB fahren müssen. Ja. Ich habe da jetzt ein paar Fernverkehrskollegen gefragt, also die sagen, ja, es gibt so eine Anordnung, soll sie benutzen, weil es einfach ein Sicherheitsinstrument ist. Aber bei Regio G ist es komplett freigestellt. Okay. Ach, schau mal, bist du schon an der Bahnbaue 218 vorbeigefahren? Die sehe ich gerade, da fliege ich gerade mal hin, einfach mal, um mal eine Zugvorbeifahrt drin zu haben. Ja. Da muss wohl mal jemand warten. So, dann schalte ich hier mal ab. Ist gar nicht irgendwie. Hatte ich gerade. So stimmt, wir fahren ja komplett ohne LZB. Ich kann nicht 160. So,
B auf 160 einstellen. Weil ich brauche gar nicht mehr beschleunigen, nach vorne kommen nämlich 120. Ja, genau. Da bin ich gerade schon am Abbremsen. Wie ist das eigentlich? Da gab es nämlich auch ein bisschen Verwirrung neulich und ich bin auch selber verwirrt gewesen. Welche Geschwindigkeiten muss man eigentlich bei der PZB noch bestätigen? Also einmal stand dann da, haben einige geschrieben 90 bis 90, dann haben andere geschrieben alles unter 100. Korrekt ist alles unter 100. Okay. Es wird nämlich, viele sagen immer alles bis 90. Das Problem ist, du kannst bei Langsamfahrstellen auch Komma Geschwindigkeiten haben. Also 9,5, also quasi 95. Hm. 95 müsstest du auch bestätigen. Wenn du jetzt aber sagst, alles bis 90, musst du 95 dann einrechnen. Ja. Okay. Okay, weil da gab es nämlich, also da war, ich wusste es nämlich auch nicht genau, weil ich habe, glaube ich, sogar noch gesagt, so im Video, weil ich hatte das auch nicht mehr so genau in Erinnerung, alles bis 90, glaube ich, aber, okay. Na, also korrekt ist alles unter 100. Ja, okay. Mhm. Das ist, ich bin jetzt gerade durch Hasbergen durchgefahren. Ja, ich bin jetzt gerade jetzt am Ausfahrsignal. Okay, perfekt, dann sind wir echt relativ gleich. Jetzt nochmal schön beschleunigen hier. Ja, dürfen wir wieder? Ja, wir dürfen wieder 160. Aber man merkt jetzt schon, dass es ein bisschen kurviger wird hier. Ja. Also längst nicht mehr so wie gerade eben von Münster bis Längerich, wo wir da einfach nur geradeaus und... Einfach geradeaus, geradeaus. Hebel on the table. Korrekt. Das ist... Table on the table und gib ihm. Lennart fährt S-Bahn im Fernverkehr. Ich probiere es, sagen wir es mal so. In letzter Zeit waren die S-Bahn-Fahrten ja schon ein bisschen erfolgreicher, aber wahrscheinlich auch nicht so, wie man in echt fährt. Naja, also wir haben bei uns den Witz eigentlich, wenn du S-Bahn Stuttgart fährst, brauchst du nicht so einen Fahrhebel, wie alles haben. Dann brauchst du einfach so einen Kippschalter wie zum Licht einschalten mit Leistung 1 und Bremse 1. Du legst halt vor und der gibt direkt 100% und wenn du Bremse willst, gibst du den halt nach hinten und dann bremst der. Und immer dann volle Kanne, oder wie? Richtig, volle Kanne. Wenn du nochmal ein bisschen auslösen willst, gehst du halt auf 0, bremst dir direkt gar nichts mehr und die Leute fliegen quasi nach vorne. Und dann legst du halt wieder nach hinten und er legt halt wieder die Vollbremse hin. Ja, so fährt man wahrscheinlich effizient und fahrplanmäßig S-Bahn, schätze ich mal. Das wäre auf jeden Fall eine Anpassung an manchen Fahrplan. In wenigen Minuten erreichen wir Osnabrück Hauptbahnhof. Dort erreichen Sie alle vorgesehenen Anschlusszüge pünktlich. Wir möchten uns bei allen Fahrgästen, die in Osnabrück aussteigen, für die Reise mit der Deutschen Bahn herzlich bedanken. Auf Wiedersehen und Ihnen einen schönen Tag. Bei mir kam gerade die Ansage. So, jetzt bremsen wir hier schon mal auf 110. Na, bei mir kam jetzt gerade erst die Ansage. Ja, wahrscheinlich, weil du kurz hinter mir bist. Richtig. Aber hier sind immer so ein paar, hier kommt es glaube ich gleich auch wieder, zumindest dachte ich gerade, das gesehen zu haben, so ein paar Geschwindigkeitsprüfabschnitte. Ja. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Also hier war jetzt auf 110, glaube ich. Ja, genau. Bei mir fehlt hier gerade zum Beispiel mal wieder die Oberleitung, ja, aber das ist so... Bei mir auch gerade, jetzt wird sie, glaube ich, nachgeladen, ja. Ja, das ist so ein typisches TS-Problem halt. Ja, ich dachte auch, dass es vielleicht auch so 90... dass es vielleicht daran liegt, dass es Osnabrück ist, kommt natürlich vielleicht auch noch dazu, dass hier viel geladen werden muss, oder? Korrekt, das ist, einfach... Deshalb, TS ist, glaube ich, nicht für so große Städte konzipiert. Mm. Oder vor allem, du musst ja auch sagen, hier Münster-Bremen ist ja echt wirklich detailliert bebaut. Ja, definitiv, definitiv. So, jetzt komme ich hier nach Osnabrück und die Oberleitung hat nachgeladen. Es gibt es nicht.
Es geschehen noch Zeichen und Wunder hier im TS. Ja, vor allem musst du ja bedenken, dass die Oberleitung, die wir hier jetzt zum Beispiel haben, ja komplett aus Objekten besteht. Ja. Wenn du dir früher so die alte DTG oder RSC-Oberleitung denkst, die halt wirklich in Kurven gegangen ist. Ja, kein Vergleich dazu ist das hier, ne? Also das ist hier ja schon eine eigene Kunst eigentlich, so ein bisschen. Also der TS hat mit über die Zeit halt wirklich extremst an Qualität dazu gewonnen. Ja, definitiv. Also wenn ich mir überlege, was es früher für Strecken gab, Seebergbahn oder Hagen-Siegen, die ursprüngliche Strecke, meine Güte. Und wenn man sich das jetzt anschaut hier, was jetzt hier rausgekommen ist, was nicht mal von dem Entwickler des Spiels kommt, das ist eigentlich schon beeindruckend, also meine Güte. So, jetzt kommen wir hier perfekt zum Halten. Und überpünktlich, also dass das nochmal passiert, du. Eieiei. Echt? Also ich bin eine Minute zu früh, glaube ich. Muss ich jetzt gleich mal gucken. Ich fahre hier nämlich gerade noch bis zur Harttafel vor. Ja, genau. Ich habe jetzt gerade angehalten hier. Ups. Ja, sehr cool. So. Ja, ich bin auch eine Minute zu früh. Schau mal, also ich sag mal so, wenn wir da nicht gut gefahren sind, oder? Ich würde behaupten, wir sind sehr, sehr gut gefahren. Perfekt. Sehr schön. Und hier hinter, wenn man jetzt hier mal ein bisschen weiter schaut, scheint auch ziemlich großes Abstellgelände zu sein. Da steht die Eurobahn, ICE, 185, alles Mögliche. Ja, das ist ja, also Lucky God macht ja alles immer so ein bisschen fiktiv. Also hier in Osnabrück steht von Personenzügen eigentlich nichts groß abgestellt. Hm. Aber das belebt auch die Szenarios. Also ich sag mal so, so hast du immerhin hier was, ich sag mal, vom Geschehen her. Das stimmt, definitiv. Ich glaube, hier zweigt dann auch irgendwo noch eine Strecke nach Hannover ab. Weil ich bin hier, glaube ich, schon mal im Zug lang gefahren. Oh, es geht schon wieder. Also es geht hier auf jeden Fall runter. Ja, ich glaube, irgendwo hier in der Ecke Hauptbahnhof gibt es, glaube ich, so. Ich glaube, die ist sogar nur kurzzeitig sogar eingleisig oder sowas. Und dann geht das da so weiter. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, ehrlich gesagt. So, da kommen zwei 85er lange. Oh ja, stimmt. Zogen. Jetzt sehe ich sie auch. Sind bestimmt die gleichen, die wir vorhin in Münster gesehen haben. Ja, die haben uns gerade fliegend überholt, ne? Die haben uns überholt, die sind über Münster reine Osnabrück gefahren. Und dann aber mit 300, ne? Richtig, richtig. Wenn schon, denn schon. Gucken, stehen wir hier überhaupt? Oh ja, doch. Gerade so stehe ich noch drin hinten mit meiner Lok. Bei mir passt ganz gut. Also ich bin extra, weil ich habe ja gedacht, okay, du hast 20 Meter Überlänge. Ja, das stimmt. Aber es ist auch eigentlich relativ interessant, hier so in der Kurve drin zu stehen. Ich meine, von vorne siehst du ganz gut die Wagen, aber... So. Wie lange stehen wir denn hier? Bis 23. Okay. Ah ja. Ja, mit so einem RE wollte ich auch mal wieder fahren. Vor allem dann mit dem Steuerwagen-Update von dem Matthias. Ja. Das ist auf jeden Fall, was er da gezaubert hat, ist ganz ordentlich. Ich denke, das kann man so sagen. Ja. Also mit Matthias haben wir ja auch schon öfters mal gequatscht und so. Das stimmt, das stimmt. Und apropos, es ist mal wieder Zeit, dass mal wieder Güterzug gefahren wird. Ja, da muss ich... Muss ich auch nochmal wieder ran. Ich muss auch, weil es extremst gefordert wird, ich habe dir ja mal die Dampfloks vom Niklas da gezeigt. Mhm. Bin bisher im Let's Play noch keiner einzigen von ihm unterwegs gewesen. Ach so, okay. Das muss ich jetzt mal nachholen. Ich habe aber jetzt zum Beispiel auch ein Bild gesehen von einer Dampflok vor einem KLV in der Schweiz. So, und ich habe mir gedacht, eigentlich wäre das ja mal ein richtig geiles Szenario, entweder so für Freiburg-Basel oder für Hausach-Konstanz. Mhm. Und ich glaube, ich werde das jetzt mal auf Freiburg-Basel nachbauen. Also so, du fängst unten irgendwie in Weil am Rhein an, hast die Dampflok irgendwo abgestellt
fährst die dann an den KLV dran und ziehst den Zug dann halt hoch nach Freiburg. Ja. Und fährst halt durch den Hauptbahnhof und der kann dich halt nicht direkt wieder loslassen. Und deswegen wirst du halt irgendwo kurz zwischengeparkt. Klingt auf alle Fälle nicht schlecht, finde ich. Also, weil wäre immerhin mal was anderes, ja? Ne? Definitiv. Wir haben übrigens schon Abfahrt. Ja, ich fahre auch schon wieder. So, ich stehe immer noch in Osnabrück. Nee, also ich gut. Ich habe jetzt eine Minute Abfahrtsverspätung. Ich meine, ich bin jetzt auch gerade erst abgefahren, also so ist es jetzt auch nicht. Ich befahre gerade an dem ICE T ist es, glaube ich, vorbei, ja. Ich ziehe jetzt am Bahnsteig los. Naja, es ist halt eine Minute Abfahrtsverspätung, das passiert halt auch in Realität mal. Ja, ich meine, das kann halt mal sein. Das, wie nennt man das noch? Verzögerung im Betriebsablauf. Verzögerung im Betriebsablauf, genau. Ja, guck mal, so muss es sein. Zu lang gequatscht. Passiert. So, jetzt. Jetzt sind gerade bei mir die Frames hier gerade ein bisschen an. Am Zittern? Jetzt wird's. Ja, die sind gerade wirklich ein bisschen am Zittern. Aber jetzt wird's wieder besser. Wahrscheinlich liegt das hier, dass die ganze Kachel gerade jetzt geladen wurde oder so. Weil jetzt wird's nämlich wieder besser, ja. So, aufmachen wir uns nach Bremen. Wie viele Kilometer sind das denn eigentlich noch? 120, meine Güte. Okay. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt am besten 200 durch, dann sind wir schnell da. Ich glaube, ich kann sogar ja direkt auf die 150 weiter. Perfekt, super. So, ich habe meine AfD auf der Deutschen Bahn möchte ich auch die Nachricht eingestellt. Fahrgäste an Bord des IC 2218 nach Hamburg Altona über Bremen und Hamburg Hauptbahnhof herzlich begrüßen. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist Bremen um 16.18 Uhr. Bei Fragen oder Problemen sprechen Sie uns das Bordpersonal bitte an. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Und bei mir kam gerade die Ansage. Na, die kamen gerade bei mir bei der Abfahrt vermutlich. Oh, okay. Weil ich ja die Minute länger gestanden bin. Ja, ich meine, das passt ja gerade noch so. Gerade eben kam schon wieder ein Containerzug, die kommen hier alle runtergefahren, ja, ja. Von Bremerhaven. Also eigentlich ist das, also ich habe halt immer so gedacht, okay, Rollbahn, da ist schon gut Verkehr, aber nachdem ich dann ein paar Mal in Realität lang bin und weiß, wie wenig Güterverkehr hier eigentlich lang fährt, ja. Also manchmal so in 90 Minuten Fahrt von Münster nach Osnabrück oder so, nach Bremen, kommen dir vielleicht so 3-4 Güterzüge entgegen. Ja, es ist. Und das ist dann halt aber langweilig, wenn du es im Szenario so einbaust. Ja, das stimmt. Es ist leider nicht in Realität nicht so viel los hier. Oder nicht mehr so viel. Das meiste fährt ja halt Bremen und dann Hannover runter. Wenn Umleiterverkehr ist, dann ist ordentlich was los. Ja, das glaube ich. Dann kommen wahrscheinlich noch die ganzen Züge, die sonst nach Hannover fahren, fahren halt auch hier lang, ne? Richtig. Wobei ich glaube, derzeit ist Münster-Osnabrück sogar in Realität gesperrt. Die bauen da gerade irgendwas. Ach so, ich wusste nur, dass vor ein paar, ja, es ist jetzt auch schon wieder Wochen her, da war hier relativ stürmisch hier oben und da war, glaube ich, sogar Bremen-Hannover kurzzeitig gesperrt. Da gab es ja auch so ein bisschen Umleiterverkehr. Ja, ich glaube, da waren, glaube ich, Bäume im Gleis oder so. Ach, guck mal, hier ist schon wieder ein Güterzug, der überholt werden muss. Da steht hier vorne eine TX Logistik. Ich glaube, wir müssen gleich auch sogar irgendwann wieder in die LZB aufgenommen werden. Ja, ich dachte gerade, ich bilde nämlich immer ein, dass die Züge dann schon wieder irgendwann schon dann 200 wieder fahren oder sowas, oder? Ja, ja, die fahren dann gleich auch wieder 200 irgendwann. Ich glaube, kurz hier hinter müsste die Einfädelung kommen. Okay. Muss ich hier gerade
gerade mal das erste Mal fast mit Luftbremsen. Okay. Manchmal, irgendwie habe ich das Gefühl, manchmal erkennt er die, wenn man die E-Bremse benutzt, manchmal habe ich das Gefühl, dass er die irgendwie nicht richtig erkennt. Oder es dauert da vielleicht ein bisschen. Probleme. Das kann natürlich auch sein. Wo sind wir denn jetzt hier gerade überhaupt? 127. Ich bin jetzt bei 125,6. Okay. Also ein Kilometer hinterher, das ist ja... Ja, das ist ja, solange es nur so ist, ist es ja kein Problem an sich. Aber echt auch richtig schöne Herbstfarben, das passt eigentlich ganz gut gerade. Das passt gerade wirklich ganz gut, das muss man sagen. Zur Realität, also wahrscheinlich wurde es genau vor einem, ja, wahrscheinlich schon länger, aber auf ein Jahr oder sowas könnte ja ganz gut ungefähr passen. Ich glaube, das Szenario kam Oktober 2018 oder so. Ja, genau, dann wird es ja ungefähr passen. So, jetzt fahren wir hier mit 110 lang. Fährte ist das hier. Aha, okay. Wenn man sich die Oberleitung anschaut, meine Güte. Also die ganzen Abspannungen und alles, also das ist echt gut gemacht. Also wenn ich mir vorstelle, wie das früher war, wo einfach ein gerader Draht gespannt war. Der in der Kurve, der im Gleisbogen auch einfach wirklich gebogen war. Ohne Mast, also das war einfach so gebogen. Richtig. Ja, ich meine, ist ja eigentlich auch so in Realität, ne? Naja, also, wer kennt es nicht, den runden Draht? Ja. Ich meine, Abspannungen, wer braucht denn das? Wieso sollte ich immer pro Kilometer irgendwie die Oberleitung wechseln? Ja, die wird durchgespannt. Ein Draht. Von Hamburg bis München. Genau so. Es wurde irgendwann mal von Azubis zusammengeknotet und dann wurde das gesamte Oberleitungsnetz Deutschland per Helikopter auf Deutschland draufgesetzt. Ja, genau. Sehr schön. Das ist die Geschichte, wie wir unsere Oberleitung bekommen haben. Die wird selten erzählt, aber sie stimmt. Ja. Glaub mir, ich bin Lokführer, ich weiß das. Die wird, das ist Ausbildungsinhalt, die Geschichte. Richtig, das ist die Geschichte, die einem im ersten Lehrjahr erzählt wird. Das ist genauso wie, geh mal eben die Ersatzluftblase für die Wasserwaage holen. Aber was mir jetzt hier gerade auffällt, ist echt mega schön, hier durch den Wald zu fahren und auch ja. Relativ kurvig und da sehe ich schon die 160. Was wünscht man sich eigentlich mehr? Also bis ich die sehe, dauert es vermutlich noch ein bisschen. Also ich finde es aber gerade auch schön, hier mit 110 durchzukurven. Ja, vor allen Dingen in den engen Kurven hier. Richtig. So, schauen wir mal. Ich freue mich ja schon, dass das bleibt ja jetzt nicht das letzte Mal, dass ich jetzt mit der 20er hier kurve. Ich habe ja für das nächste Let's Play wird ja nochmal mit der 120 vermutlich bei mir sein. Ah, okay. Da bin ich dann wieder auf Freiburg-Basel unterwegs mit diesem Überführungszug. Ah, ja. Ja, Freiburg-Basel ist auch eine sehr schöne Strecke. Da war ja jetzt... Ich finde es fast echt ziemlich kurz, das habe ich mich neulich auch mal gefragt, wie viele Minuten eigentlich dieser Katzenbergtunnel bringt oder diese Schnellfahrtrasse da. Weil sie Schnellfahrstrecke bringt halt wirklich 10 bis 15 Minuten oder so, wenn du da durchdonnerst. Das ist schon echt heftig, weil es geht ja eigentlich echt richtig schnell vorbei. Also ich meine, klar, du fährst da mit 250 durch und so, klar. Aber also man denkt das gar nicht, weil ich meine, wie lange fährt man vielleicht auf der Schnellfahrtrasse? Vielleicht 10 Minuten, wenn überhaupt. Ja, ich glaube so 7, 6 ja. Minuten oder so donnerst du da drüber. Hier 160, sehr schön. Ja, da bin ich jetzt auch endlich. Perfekt. Ich glaube auch, vielleicht kommt jetzt auch bald wieder die LZB dann. Also ich bin jetzt bei 133,6.
Ich bin bei 135,8. Na, dann habe ich einen ganzen 2 Kilometer aufzuholen. Ja, ich meine, ich kann ja mal ein bisschen abschalten hier. Ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie pünktlich wir in Bremen sind. Also laut angezeigtem Fahrplan werde ich mit 3 Minuten Verspätung in Bremen ankommen. Ja, aber ich auch fast. Also ich glaube, aber vielleicht ändert sich das auch noch. Ich meine, wir sind immer noch, gucken wir mal, wie viel wir weg sind von Bremen. 100 Kilometer. Ja. Da haben wir jetzt noch ordentlich Zeit. Haben wir ordentlich Zeit, noch ein bisschen was rauszufahren. Das richtig, stimmt. Richtig. Aber ich meine, mit 200, wenn wir dann einmal wieder 200 fahren, dann geht das auch flott. Korrekt. Also ich meine, das müsste jetzt eigentlich wirklich gleich kommen, die 200 wieder. Mich wundert schon fast. Ich hatte immer in Erinnerung, dass man eigentlich mal relativ schnell dann wieder da 200 fährt. Aber ich meine, 160 ist ja auch schon relativ schnell. Vielleicht hat man das dann auch falsch in Erinnerung. So, jetzt fahren wir hier über eine Brücke. Ich glaube, das müsste doch eigentlich auch wieder der Kanal sein. Ich bin mir aber jetzt nicht so ganz sicher. Ja, vor allem hier auf der Strecke wechselst du ja öfters mal zwischen NRW und Niedersachsen, glaube ich, am Anfang. Ja, du fährst ja aus Münster raus bis in Niedersachsen, dann fährst du wieder nach NRW rein, dann fährst du wieder nach Niedersachsen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Grenze von NRW zu Niedersachsen ist da in dem Tunnel da, hinter Längerich. Also im Teutoburger Wald. Ich meine, du fährst da ein paar Mal über die Grenze oder so. Gut, wir fahren ja gleich auch irgendwann über die Grenze Niedersachsen-Bremen. Ja. Ah, guck ist mal. Ja auch so, ne? Ich bin in der LZB drin. Ja, genau, das ist hier kurz hinter der, oh, was ist denn das? Ich glaube, das ist jetzt Sieke. Warte, ich kann ja mal kurz hier nachschauen. Das ist kurz vor Bohmte. Stimmt, Bohmte ist das, Bohmte. Ah, bei mir liegt die LZB auch schon wieder, das Käbelchen. Perfekt, ja genau, Bohmte ist das hier. Da habe ich das Gefühl, dass da auch manchmal die REs irgendwie wieder wechseln. Kann das sein, dass die hier dann wieder zurückfahren Richtung Bremerhaven? Wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Oder vielleicht stand der da nur längere Zeit, aber das ist mir mal aufgefallen, als ich da mal mit dem IC durch bin. Die werden da öfters mal überholt, meine ich. Ja, das kann natürlich sein, dass der da einfach warten musste. Das kann natürlich wirklich gut sein. Wenn ich jetzt überlege, das Gleis, wo der Intercity drüber donnert, ist nicht das Gleis, an dem der Bahnsteig ist. Ja. Ja, wobei, ich bin auch, glaube ich, am Bahnsteig gerade vorbeigefahren. Ja, ich meine, aber so aus Richtung, genau, aus Richtung Bremen kommend, fahren die über ein anderes Gleis, als wo der RE ja, hält. Ja, okay, gut, das stimmt, da hast du recht. Das stimmt. So, jetzt fahre ich auch wieder 200. Sehr schön. So ist das auch schon wieder entspanntes Reisen hier mit 200. Richtig. Ich meine, wir haben eh grüne Welle. Also ich würde mich wundern, wenn wir bis Bremen nochmal irgendwie ein gelbes Vorsignal haben. Ja. Gut, meine 120 und meine 101, die haben auch gut Leistung, ne? Also mein Sandwich. Ja, das glaube ich. Das meinte ich ja schon von Anfang an. Das ist dafür gemacht, dass du jetzt Kilometer aufholen kannst. Das stimmt, das stimmt. Also mit der 103 wäre das ein bisschen anders gewesen. Ja, das glaube ich. Aber ich meine, meine 101, die schiebt auch nicht schlecht hier von hinten. Aber du hast natürlich noch eine Lok dran, das ist natürlich. Ich hab natürlich den Premium-Vorteil. Ja, genau, es ist wieder, ja. Das Beste wäre jetzt natürlich, wenn ich eine 147 dran hätte, ne? Ja, dann wäre es natürlich richtig unfair, ne? Dann also, da würde ich mich ja auch. Dann hättest du dich direkt beschwert. Genau. Dann hätten wir das nochmal ein bisschen anders machen. Dann hätte ich vielleicht noch eine Taurus vorne dran gehabt. Genau. Keine Taurus. Eine Baureihe 182 ist das ja. Die. Genau. Nee, du hättest einfach eine ÖBB-Maschine vorne. Ja. Auch nicht schlecht. Das wäre auch nicht schlecht. Gut, wobei, es gibt ja die ÖBB-Tauri sind ja wirklich vor die BICs gefahren. Aber nicht mehr, oder? Doch, bei uns tatsächlich schon. Hier unten in Stuttgart, wir fahren ja die Intercities über die Rollbahn. Ja. Da fährt abwechselnd ein IC2.
Ah, okay. Und ÖBB Tauri mit SBB Wagen. Das ist so geil. Deutscher Lokführer, österreichische Lok, Schweizer Wagen, Schweizer Wagenmaterial. Mensch, da hast du ja richtig aus dem Dreiländereck alles sozusagen. Richtig. Und wenn da irgendwie mal wieder ab Tuttlingen gesperrt ist, dann fahren ÖBB Loks und DB Wagenmaterial. Ja, okay, das wusste ich gar nicht. Ja gut, aber dann kann man natürlich auch eine Taurus hier vorhängen, aber die kommt wahrscheinlich nicht bis hier hoch. Nee. Wobei hier auf Bremen, also normalerweise fahren die nicht über die Strecke, glaube ich, so viel. Aber zum Beispiel in Bremen sind ja auch L44er von der ÖBB, Das ne? ist richtig, die fahren da, glaube ich, für Rail Cargo Carrier. Und zwar sieht man die. Beziehungsweise sind die, glaube ich, vermietet an TX Ja, Logistik oder so. genau, das ist, glaube ich, so. Ich glaube auch teilweise RCC ist da auch mit drin. Und die fahren zum Beispiel Autozüge, weil in Bremen ist ja so ein großes Mercedes-Benz-Werk. Und die fahren auch unter anderem Autozüge, entweder auch nach Bremerhaven hoch zu den Schiffen. Dort ist ja eigentlich so mit der größte Autoverladehafen in Deutschland. Kann man sich auch sehr schön anschauen dort übrigens. Da gibt es auch eine Plattform und dann ist da ja auch die Schleuse, wo dann die Schiffe mal durchkommen, wo sie dann in den Innenhafen sozusagen fahren. Und da ist auch ein riesiger Bahnhof, wo man auch den Zügen, die alle rumrangieren und die Wagen da drauf fahren, von den Waggons runter und so. Da ist auch viel AAS Altmann, die haben ja auch einmal die gedeckten und einmal die offenen. Genau, diese Gedeckten sind ja diese HCC-RSS oder so. Ja, Die irgendwie werden ja so. irgendwie liebevoll als Tube-Wagen bezeichnet. Ja, so ein bisschen sehen sie so aus. Die erinnern halt wirklich so an die Londoner U-Bahn so ein Ja, so ein bisschen. bisschen, ja. Ja, von der Form so ein bisschen, ja. Vielleicht sehen wir es ja gleich nochmal. Vielleicht kommt ja nochmal ein Güterzug entgegen mit denen. Ja. Ich wollte gerade sagen, du sagst so, vielleicht sehen wir die ja gleich nochmal. Ich so, warum sollte uns eine Londoner U-Bahn entgegenkommen? Ach so, ja. Ja, zum Beispiel, das habe ich jetzt auch neulich gesehen. In dem Hafen dort stand die U-Bahn für Riad, also für die Ja, saudi-arabische Hauptstadt. die sind hier durch Stuttgart auch ein paar Mal so Überführungsfahrten da irgendwo her. Ich glaube, die sind ja, glaube ich, von Stadler und kommen irgendwie aus der Schweiz oder so. Das weiß ich gar nicht, aber das ist mir nur aufgefallen, weil ich habe da schon mal drüber gelesen. Dann dachte ich so, das kennst du doch irgendwo her. Und dann werden die anscheinend jetzt dort aufs Schiff geladen und dann wahrscheinlich darunter verschifft. Dann bekommen die Saudis die. Ja. Also ich meine, klar, mit einem Flieger kannst du die nicht packen. Deswegen ist halt das Schiff die einzige Möglichkeit. Machst du halt wie in GTA und lässt halt so einen Magneten runter und ziehst die halt darüber. Ja, das ist. Das, ja, ich meine, warum nicht? So, guck mal hier, schon wieder Güterzugüberholung, Mensch. Aber immerhin. Alter, die Güterzüge freuen sich richtig, dass wir gerade so pünktlich sind. Ja. Also ich meine, immerhin fahren wir halt hier mit 200 und haben noch keine Zwangsbremsung kassiert oder so. Richtig. Das stelle ich mir auch bitter vor, wenn du da überholst und dann direkt in dem Moment eine Zwangsbremsung erstmal anhalten, stehen, auslösen, Ja. weiterfahren. Eieiei. Fliegen wir mal ein bisschen vor. Ja, das ist eine gute Uns Idee. den Kollegen mal an hier von der Presse. Sogar in Doppeltraktion war das, ne? Ich habe sogar gemerkt, ich habe eine super Zwangsbremsung bekommen. Ich bin jetzt auf 160 runter. Echt? Naja, aber ich beschleunige wieder. Eieieiei. Das ist natürlich eine Aufholjagd nicht so zuträglich, ne? Das ist, ja, aber das ist halt immer dieses in die Außenperspektive gehen, ne? Moderne Fahrzeuge haben das ja wirklich so im TS. Und in der Außenperspektive bist du gesehen, kurzzeitig deaktiviert. Ach so, das wusste ich gar nicht. Echt? Naja, das ist in neueren Expert-Line-Fahrzeugen und so ist das drin. Wenn du in die Außenansicht gehst, musst du die SIFA nicht drücken, da ist die automatisch deaktiviert. Ach so, das wusste ich gar nicht. Interessant. Ah, wenn der Zug 200 fährt, ist es. Oh, Hilfe. Ist es immer so schwierig, überhaupt eine Ansicht zu finden? Weil Naja. der Zug ist so schnell an einem wieder vorbei.
Sehr schön. Aber hatten wir uns doch nicht vertan mit den 200. Jetzt fahren wir die 200 dann durch, wahrscheinlich bis Bremen. Ich meine ungefähr ja. Also ja, klar, also nicht, natürlich nicht bis in Bremer Hauptbahnhof, aber... Oh, wir bremsen einfach kurz vor Bremen mal von 200 runter. Oh, hier fliegt gerade ein Flugzeug über mit... Oha. Ist es Lufthansa? Nee, ist es nicht. Ist es Condor? Nee, ist es auch nicht. Ganz weiß war das Flugzeug. Ganz weiß war das Flugzeug. Also ich schätze mal, ehrlich gesagt, das ist aber auch nur, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, weiß ich jetzt gar nicht so genau, was für ein Flughafen das hier war. Du bist doch so ein großer Flug-Fan, sag ich jetzt mal. Ja, kann man schon was so sagen. Würdest du eigentlich sagen, oder ich hab das Gefühl, dass in letzter Zeit sehr, sehr viele Airlines irgendwie pleite gegangen sind, ne? Ja, das ist richtig. Es ist schon vor längerer Zeit eigentlich los mit Air Berlin und dann Germania und jetzt Thomas Cook. Und hier, die ist da nicht auch die von dem Niki Lauda da? Ja, nicht so wirklich. Die gibt es ja noch, diese Lauda Motion heißt das jetzt. Okay. Die existiert noch, aber zum Beispiel auch Adria Airways ist pleite gegangen, dann XL Airways aus Frankreich. Also es ist wirklich einiges pleite gegangen in letzter Zeit. Ich glaube auch, Kobalt irgendwas aus Zypern, also es ist einiges pleite gegangen in letzter Zeit, da hast du recht. Und Condor wird ja jetzt sozusagen nochmal gerettet durch diesen mit Kredit. Mit 380 Millionen oder so. Ja, genau, durch ziemlich viel Geld und weil sie halt auch anscheinend relativ profitabel noch fliegen, haben sie da jetzt diesen Kredit bekommen und jetzt geht's hoffentlich noch weiter. Mal schauen. Ja, das ist ja eh so eine Geschichte in Zeiten von Klimawandel und alles und es gibt ja wirklich im ich weiß gar nicht, ich glaube im Dänischen ist das, gibt es jetzt ein eigenes Wort für Flugschar. Ja, im Schwedischen war das, genau. Genau, im Schwedischen. Ja, genau. Ja, aber also das ist schon... Trotzdem, trotz diesem allen ist es halt so, dass trotzdem dieses Jahr wieder ein neues Rekordjahr wird von den Passagierzahlen hier. Und ja, wird auch weiter so, schätze ich mal, bleiben, weil es gibt halt wenig Alternativen auf manchen Strecken. Richtig, also was willst du nach Mallorca machen? Willst du mit dem Boot fahren? Oder auch Übersee nach Amerika oder so, das ist halt einfach... Hallo, machen wie Greta Thunberg, dann fährst halt mit so einem Segelboot darüber. Kann man natürlich auch machen. Auf dem Jetski rüber nach Amerika. Ja, das machst dann aber auch nur du. Mit der 47er. Ja, im Schlepptau. Richtig. Im Schlepptau. Die bekommt dann einfach so, ich mach das dann hier wie bei Jim Knopf, ich mach daraus einfach so eine wassertaugliche 147er. Ja, ich glaube mit einer. Ich glaube, das solltest du mal anmelden, vielleicht sowas. Wenn so eine, als Patent. Ja, genau. Also falls du nochmal auf diese Idee kommen sollt, also falls jemand anderes nochmal auf diese Idee kommen sollte. Ich hab das patentiert. Ja, genau. Also ich glaube, dann hast du keine Sorgen mehr. Dann hast du, glaube ich, ausgesorgt fürs Leben. Ja, ist echt so. Also jetzt muss ich mal kurz schauen. 179 sind wir schon, meine Güte. Kurz hinter Drebber, kurz vor Barnstorf. Okay, alles klar. Ich bin jetzt 177. Also meine Aufholjagd ist natürlich dann ein bisschen schwer, wenn wir beide mit 200 erlangen müssen, aber das kriegen wir schon hin. Ja, ich kann ja mal ein bisschen so auf 190 oder so runtergehen. Ja. Und ich meine, die 2 Kilometer, die hast du da auch, wenn wir dann vor Bremen Hauptbahnhof da wieder ein bisschen durch die Gegend kriechen mit 60 oder was auch immer, dann geht das dann auch flott. Zur Not muss ich meine Lokführer-Expertise ausnutzen und wirklich Kampf fahren dann beim Bremsen. Ist bloß blöd mit einer, wenn die LZB-Bremskurve runterläuft, da kann man halt auch nicht ganz so viel machen, ne? Richtig. Also LZB habe ich ja zum Beispiel auch in Realität gar nicht. Ich habe nicht mal eine LZB-Ausbildung.
weil bei uns die einzige Strecke, die wir mit LZB gefahren sind, war mit der 147er am Ende noch. Okay. Mit unseren IAE-Garnituren nach Karlsruhe und nach Feigenenz. Mhm. Und Karlsruhe war das erste Netz, was jetzt im Juni an Go-Ahead gegangen ist. Ah, okay. Aber derzeit fahren wir, also wir fahren eigentlich seitdem, fahren wir noch einen Umlauf mit unserer 147er und im IAE-Park, weil Go-Ahead, ja, das bei uns angemietet hat. Ich weiß nicht, ob es ein Fahrzeugmangel ist, ob es ein Personalmangel ist, aber... Ihr fahrt es halt jedenfalls noch ein bisschen. Wir fahren es noch ein bisschen und im Dezember kommt jetzt, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr dazu. Weil da bekommen sie eigentlich die Strecke Stuttgart-Nürnberg, Stuttgart-Ulm und Stuttgart-Würzburg noch dazu. Mhm. Und die haben aber einen extremen Personalmangel. Okay. Das wird witzig hier im Dezember. Also bilden die eigentlich auch selber aus oder müssen die alle vom freien Markt finden? Oder? Machen Quereinstieg. Ah, okay. Aber da gibt's, also ohne jetzt gegen die Leute da zu hetzen, da ist schon ziemlich viel Schwachsinn passiert. Also das Personal von denen ist so in meinen Augen teilweise nicht das beste ausgebildetste. Das liegt aber auch einfach daran, wenn du jetzt ganz viel Personal in der kurzen Zeit durchprügeln musst, vor allem so einen hohen Mangel wie wir haben. Mhm. Gut, auch es gibt aber, das muss man zur Verteidigung auch sagen, auch bei der DB gibt es ein paar Quereinsteiger, wo du dir dann denkst, okay. Aber ich glaube, das hat einfach jedes EVO. Das hast du aber, glaube ich, auch einfach in jedem Beruf. Also ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch bei den Quereinsteigern, gibt es wahrscheinlich, also so wie überall, halt einfach gute und halt nicht so gute, oder? Richtig. Es gibt auch gute und nicht so gute Azubis, also von dem her. Ja, klar, das ist wahrscheinlich immer so. Ich meine, diese Quereinstiegssache, die dauert ja immer so 9, 10, 11, 12 Monate oder sowas, ne? Ja, also in der Regel 9 Monate. Fernverkehr macht ja auch Quereinstieg, die haben es jetzt, glaube ich, auf 18 Monate erhöht. Ah, okay. Also die lassen sich jetzt ordentlich Zeit. Aber das ist auch Fernverkehr, da fährst du halt 200, 300 km/h. Ja, klar, das ist nochmal ein Unterschied. Richtig. Wobei ich mir halt auch manchmal denke, da hast du halt wenigstens noch relativ, oder nicht relativ, also ziemlich hohe Bremshundertstel. Ich meine, wenn du mit dem Güterzug irgendwie, keine Ahnung, 2000 Tonnen oder sowas durch die Gegend fährst, mit 80, ist das, glaube ich, auch eine Verantwortung, oder? Das ist definitiv auch eine Herausforderung. Also so, ich weiß noch, dass unsere IAE-Wagen, also unsere IAE-Garnituren, die hatten dann irgendwie über 200 Bremshundertstel. Meine Güte. Ja, läuft. Ich glaube auch ein ICE3 oder so hat laut Anzeige über 200 Bremshundertstel. Meine Güte. Also ich glaube, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Nö. Wenn du mal bremsen musst. Ich meine, klar, die Geschwindigkeit ist halt trotzdem da, aber bei einem Güterzug hast du halt ganz schön Bremsweg dagegen. Schau mal, Bremen-Hemeling. Noch 38 Kilometer. 37. Wenn du überlegst, dass wir mal bis Bremen oder bis Bremen-Hemeling noch 100 Kilometer hatten. Jo, echt so. Es geht dann doch, also ich meine 200 ist halt auch schon mal eine ordentliche Sache, sagen wir es mal so. Ist eine Hausnummer, ja. Du musst überlegen, bei 200 km/h machst du ja mehr als 3 Kilometer die Minute. Ja. So, wo sind wir denn jetzt hier? Drentwede. Also ich bin jetzt bei 196. Oder sind wir hier? Naja, es könnte auch was anderes sein. Das könnte... Nee, Quatsch, das war gar nicht das. Das war Zwistringen. Da, wo die RS2 endet. Ja, guck mal, jetzt sind wir gar nicht mehr so weit weg. Jetzt sind wir schon im Gebiet der Regio-S-Bahn von Bremen. Da fährt man, glaube ich, da gibt es auch Szenarien sogar. Da wollte ich auch mal machen, weil da gibt es auch
Sound-Update. Leider hat halt DTG den Fahrschalter falsch rum verbaut. Und das Witzige, bei Nürnberg-Regensburg ist ja auch ein 440 dabei. Ah, okay. Da ist er richtig rum, da haben sie es gefixt. Weil da habe ich irgendwann mal ein Ticket an dieses Support-System von DTG geschrieben. Ja. Ich habe gesagt, das kann eigentlich nicht sein, euer Hebel. Und dann so, ja, ich soll erstmal mein TS auf Standard zurücksetzen und alles. Und dann mal zeigen. Habe ich denen gezeigt, hier, guckt euch das an. Hier ist ein Video, da ist ein Modellfehler. Und dann haben die sich das angeguckt, haben nicht mehr darauf geantwortet. Klasse. So macht man das richtig halt, ne? Korrekt. Das ist Support Edit Fest. Ja. Aber immerhin haben sie es gefixt. Haben zwar ihren neuen gefixt, aber für den alten haben sie kein Update rausgebracht. Ja, das ist halt wieder, da soll halt dann wieder einfach die neuen Käufer halt, ne? Die haben halt den Vorteil. Aber das ist ja leider nicht das erste Mal gewesen, sagen wir es mal so. Nee, das ist ja leider DTG Standard. Ja. Was, oder zumindestens meistens, nicht immer, aber oft. Ja, es gibt ja auch gute Sachen ja. Von DTG, das muss man ja auch mal sagen. Definitiv, da hast du recht. Zum Beispiel jetzt TSW, also das neue Add-on, ist jetzt mal ganz nett geworden. Ja, das stimmt, das habe ich auch gehört. Ich fahre übrigens gerade 184 noch so ein bisschen, damit du mich ein bisschen einholen kannst. Ich bin noch 204,6 jetzt. Ich bin jetzt bei 203,4, also habe ich nur noch einen Kilometer. Ja, guck mal. Das ist ja praktisch nix. Korrekt. Das ist ja sehr schön jetzt. Perfekt, super. Ich finde, es macht halt auch einfach viel mehr Spaß, wenn man auch so ein bisschen mit korrekter Signalisierung fahren kann. Ich meine, ich habe ja auch nur begrenzte Ahnung, sagen wir es mal so, aber zumindest so ein bisschen, dass ich zumindest weiß, was da ungefähr angezeigt wird. Was ich gerade mal überprüfe, ja. Weil das interessiert mich gerade mal. Ja. Ja, wir hatten sogar fahren sogar nach originaler Fahrzeit. Ach so, echt? Das ist ja cool. Ja, wobei das Einzige, was ich halt sehe, ist, ich weiß nicht, nach welchem Fahrplan der Zug gebaut ist, aber heute, für den heutigen Tag, der 22.18, den wir fahren, der kommt zum Beispiel in Bremen erst um 16.16 Uhr an, also 7 Minuten nach uns. Okay. Also wenn wir ein bisschen zu spät sind, passt das auch, fahren wir halt quasi den Zug heute. Ja, echt so. Jetzt sind wir gerade durch Bassum durch. Nächste kommt dann Bramstedt, dann kommt Sieke. An uns ist ja gerade auch schon eine RS2 vorbeigefahren. Ja, genau, die stand da gerade bei mir im Bahnhof. Mit dem Flirt 3. Die sind ja, die MWB hat ja Flirt 3, die sind da ja irgendwie zu Testfahrten oder so, zu Ausrüstzwecken mal unterwegs gewesen. Das weiß ich gar nicht. Ich kenne nur diese RS2, diese 440er. Ja, da sind die Flirt 3 mal drauf gefahren. Das hatte ich mir mal überlegt, mal als Szenario zu bauen, aber habe ich dann verschlammt, habe ich dann irgendwie liegen gelassen. Am besten wäre jetzt noch, wenn jetzt noch die Strecke nach Bremerhaven hochkäme mit dem Hafen und nach Hannover runter. Ja. Und eine Vectron. Und Vectron, das ist korrekt. Hast du dir eigentlich schon von RWA da mal die neuen Fahrzeuge angeguckt, zu den L44 und sowas, den sie da jetzt haben? Das habe ich also in der Tat noch gar nicht gemacht, weil ich habe auch geguckt, es gibt ja auch den ICE 4 von denen, oder? Ja, genau, das von 3D-Puppen mit RWA. Den habe ich auch zum Beispiel noch nicht, also es gibt so viel, was ich noch nicht habe, muss man jetzt mal alles nacheinander mal anschauen. Ja, also es gibt Sachen, die lohnen sich auf jeden Fall wirklich. Ja. Also die neue RWA L44, die L42 ist auch eine sehr, sehr schöne Lok.
Da wollte ich noch mal was mit der Zentralbahn-Lok bauen. Muss ich mal gucken. Hast du da nicht auch schon mal ein Szenario mitgebaut? Genau, sogar auch hier auf der Strecke von Münster nach Bremen, Gabelungen da, den okay. Weil der HKX ist sogar mal, ist tatsächlich einmal mit dieser Zentralbahn-Lok gefahren. Das habe ich gesehen und hatte halt Viewmaster gesagt, weil Viewmaster guckt tatsächlich auch meine Videos ab und zu. Okay. Und der hatte gesagt, hey, magst du nicht vielleicht mal wieder was mit RWA machen? Habe ich gesagt, gerne. Habe dann so ein bisschen rausgesucht, habe gesagt, hey, hier, 1142 habt ihr ja gemacht mit SRG. Hier, die ist von der Zentralbahn in der Lackierung, die ist ja ungefähr so wie die ÖBB-Lackierung. Mögest du mir da das Repaint machen? Jo, macht er mir. Dann haben wir das Repaint gemacht, habe ich das Szenario gebaut. War eine ganz nette Kooperation. Ja, das klingt doch super. Vor allen Dingen, wenn das dann auch mal auf deutschen Gleisen mit so einer Lok klappt, ist ja auch richtig, cool. Richtig. Also hier vom Amisia gibt es ja auch auf Münster-Bremen-Szenario mit der L44. Mit dem AAS-Autozug darunter. Ach so, echt? Ja, ja, gibt's auch. Ah, okay, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist ja auch eine coole Sache. Das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ja, normalerweise bin ich ja auch immer ganz gerne mit Güterzügen unterwegs, oder lieber eigentlich sogar. Aber es macht halt auch mal Spaß, ICE, IC, S-Bahn. Ja, ja, das ist die Abwechslung. Die Abwechslung macht es halt. Also muss ich nur noch gucken, dass ich dir die 147er organisiere, ne? Ja, ich meine, das... Dann fährt Lennart nur noch 147er, beste Lok. Oder, ja, Vectron. Vectron, ja, Vectron, Taurus, 47. Genau, das ist eine gute Dreier. Und 189 ist auch gut. 189 ist auch gut, das stimmt. So, ich habe jetzt das erste Mal hier wieder eine Ankündigung bei der LZB. In 9500 Metern. Auf 150. Ich bin bei 222,4, wir sind gerade durch Sieke durch, also schon ein bisschen her wieder. Also dann bin ich immer noch knapp einen Kilometer hinter dir, das ist ja wirklich nicht. So, Netz. Jetzt habe ich auch. Genau. Auf 150 runter. Als nächstes kommt jetzt Kirchweihe. Dann sind wir wirklich quasi schon vor den Stadttoren Bremens. Genau, ist wirklich so. Dann kommen wir dann irgendwann auch nach Bremen rein. Ist ja auch ein eigenes Bundesland sozusagen. Genau. Also auch zwar ein sehr kleines, aber trotzdem. Ja gut, ich weiß gar nicht. Bremen ist ja, man sagt ja Stadtstaat oder sowas. Genau. Bremerhaven gehört auch noch dazu. Genau, deswegen ist Bremen tatsächlich keins. Bremen hat nämlich zwei Städte. Hamburg ist ein Einstadtbundesland, genauso wie Berlin. Stimmt, genau. Aber Bremen hat die zwei Städte, Bremen und Bremerhaven. Genau. Die beiden gehören dazu. Zusammen so. Mhm. Ist aber halt keine einzelne Stadt, deswegen. Ja, genau, das ist richtig. Das ist richtig. So. Okay, das ist interessant. Da kommt jetzt eine 140. In einem Kilometer auch die Ankündigung, aber die LZB zeigt mir erst in 4 Kilometer 150 an. Ja, die gehen halt voneinander runter. Also der zeigt dir erst die 150 an. Wenn du die 150 drauf hast, dann zeigt er dir quasi die 140 an. Ja, aber ich soll. Ja, okay. Wahrscheinlich ist das dann für die LZB, für die PZB-Fahrten. Nee, jetzt habe ich eine. Tatsache, da ist 140. Jetzt habe ich, glaube ich, eine Zwangsbremsung bekommen, wenn ich das richtig sehe, oder? Nee, habe ich nicht. Hä? Bei mir hat's aber auch gerade nöt gemacht. Ich bremse gerade einfach mal ein, weil du mir den Tipp gegeben hast. Da ist wirklich 140, also die LZB. Ja, so auf einmal ist er dann runtergegangen. Ich habe jetzt keine Zwangsbremsung bekommen. Wir fahren jetzt gleich übrigens über die Weser. Aber es war ganz komisch. Und jetzt ist die LZB aus. Wow. Okay. Die LZB ist aus. Also bei mir ist sie jetzt aus. Also alles interessant. Also auch ohne PZB-Ende oder so.
TS. Ja, ich weiß auch nicht so ganz, was das jetzt war, weil ich hatte mich schon gewundert. Bei mir auch aus. Ich hatte mich nämlich schon gewundert, weil 140, ich meine, also es hat ja schon einen Grund sicherlich, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung da ist. Ich habe jetzt mal die AFB ausgeschaltet. Ich dachte kurz, wir hätten eine Zwangsbremsung bekommen, aber das war halt wahrscheinlich die LZB, die dann gesagt hat, ich soll jetzt mal bremsen. Aber gewundert hat es mich jetzt doch ein bisschen. Mich hat es auch gewundert, aber das ist halt leider wirklich TS. Hundertprozentig wirst du es vermutlich nie hinbekommen. Nee, wahrscheinlich nicht, da hast du recht. Und dann liegt es wahrscheinlich auch immer noch an der Zusammenarbeit zwischen Fahrzeug und Strecke. Ja. Vor allem, du musst ja überlegen, TS war nie für sowas wie PZB oder LZB ausgelegt. Das ist ja alles teilweise Verdienst von Virtual Railroads, dass wir sowas überhaupt haben. Ja, das stimmt. Früher war das ja mal vielleicht noch ein bisschen SIFA oder sowas, oder? Mhm. Boah, ich weiß noch die Anfänge von Zugsicherung im MSTS. Holla die Waldfee. Das gab häufige Zwangsbremsungen. Grundlos natürlich immer, ne? Ja, ja, total grundlos. Also Lokführer nie schuld. Ich war auch schon bei meinen ersten Train Simulator-Videos so ein Profi wie heute. Muss ich einfach mal sagen, das ist eine Aussage. Also für die Videos, die ich damals gemacht habe, schäme ich mich definitiv nicht. Verehrte Fahrgäste, unser Zug befindet sich kurz vor Bremen. Ich erinnere mich da aber auch zum Beispiel an so einen Lennart mit dem Wizard-Flirt. Das waren noch Zeiten. Bitte glauben Sie uns, es kommt. Da war die TS-Welt noch in Ordnung. Voraussichtlich früher als geplant. Voraussichtlich schon gegen. Da kommt gerade die Ansage. 10. Wir bitten das zu entschuldigen. Selbstverständlich haben Sie in Bremen die Möglichkeit, noch einige Minuten im Zug sitzen zu bleiben. Alle vorgesehenen Anschlusszüge werden somit aber pünktlich erreicht. Wir möchten uns bei allen Fahrgästen, die in Bremen aussteigen, für die Reise mit der Deutschen Bahn herzlich bedanken. Auf Wiedersehen und Ihnen einen schönen Tag. Okay. Jetzt ist wahrscheinlich bei dir, oder? Warte. Es ist ihnen fast peinlich, dass wir zu früh da sind. Das finde ich mal schön. Tja, das sind unsere fahrerischen Fähigkeiten. Richtig, das ist, also der Zugführer muss uns, also der Zugchef muss uns gleich definitiv noch einen Kaffee ausgeben, oder? Definitiv. Oh, jetzt hier 60 Ankündigungen. Geschwindigkeitsvoranzeiger. So. Jetzt muss hier mal ein bisschen abgeschaltet werden. Sonst gibt es hier gleich noch eine Zusammensbremsung. Ich lasse gerade auch nur noch rollen. So, 60. Hier nochmal Wiederholer mit 60. Und hier als gelbes Vorsignal sogar. Meine Güte, jetzt muss man hier aber wachsam drücken. Bist du auch gerade schon in der Einfahrt? Ich bin auch schon in der Einfahrt. Ich bremse gerade auf die 60 ab. Ah ja, okay, super. Ja, aber so wie es aussieht, bin ich wirklich jetzt doch ein bisschen später da. Ja, wahrscheinlich hat mich dann doch diese kleine Situation... Dass du auf mich warten musstest. Ja, genau. Nur deswegen war das, ja. Das ist... Ich entschuldige mich. Ich werde dir ab sofort jedes Mal wieder huldigen, weißt du? Ja. Mein... Das ist halt einfach so, ne? Was will man dazu noch sagen? Das ist. Nee, aber war auf jeden Fall eine angenehme Fahrt. Ja, auf alle so Fälle. Intercity. Definitiv. Hier jetzt übrigens links im Bahnhof sind die Durchfahrtsgleise für die Güterzüge und auch der Bahnhofsvorplatz mit der ganzen Straßenbahn. Und rechts
ist das Messegelände, wo auch im Moment zum Beispiel der Freimarkt ist. Also ein großer, ja, sagen wir es mal, Volksfest jetzt mal ganz grob. So, jetzt darf man ja auf ein rotes Hauptsignal, darf man ja auch nur mit Luft einbremsen, oder? Also, auch. Also an sich darfst du auf ein rotes Signal schon auch mit E-Bremse einbremsen. Wo du nur mit Luft drauf einbremsen darfst, ist ein Prellbock. Ah, okay. So. Du darfst halt, wenn du auf das rote Signal, also auf ein HP0 einbremst, darfst du nicht mehr auslösen. Ja, okay. So wird uns das beigebracht. Okay, ich stehe noch im Bahnsteig drin, sehr gut. Ich dachte, hatte gerade kurz das Gefühl, dass es nicht gereicht hat, aber alles unbegründet, alles unbegründet. So, und hier sind auch wieder schöne ZZAs verbaut im Bahnsteig. Mhm. Und hier wird es jetzt dann weitergehen Richtung Hamburg einerseits. Die geht dann wieder ab, die Strecke, und Bremerhaven. Sehr schön. Wir können uns ja aber noch ein bisschen umschauen in Bremen. Der Hauptbahnhof ist ja eigentlich auch hier. Kann man sich auch mal schön anschauen, das ganze Gebäude. Was ich jetzt nicht machen kann, ist, ich darf die Türen hier nicht freigeben. Echt? Naja. Hm. Und dann machen wir jetzt mal ganz kurz was. Wir ziehen noch mal bis zum Signal vor. Uiuiuiui. Das machen wir natürlich nur in Absprache mit dem Fahrdienstleiter. Ja, okay. Dann ist es genehmigt. Wobei mein TS mich auch nicht mehr vorfahren lässt. Also dann will er halt nicht mehr. Ja gut, ich meine, bei mir kam jetzt eh schon, dass das Szenario hier vorbei ist. Ja, aber wir sind doch gut angekommen. Ja, definitiv, würde ich auch sagen. Das muss man sagen. Hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Es geht dann immer doch so schnell vorbei, weil ich dachte am Anfang so, meine Güte, jetzt 120 Kilometer, das wird jetzt aber, wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, aber dann ging es doch mega schnell, auch wegen den 200 natürlich. Natürlich, das ist dann auch natürlich ein Faktor, der das Ganze beschleunigt hat. Gut. Super. Das war eine sehr, sehr schöne Fahrt. Definitiv. Also hat auf alle Fälle sehr viel Spaß gemacht und ja, ich bedanke mich schon mal. Ich mich auch. Ich würde behaupten, das hat auf jeden Fall Wiederholungscharakter. Das machen wir bestimmt nochmal. Definitiv. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Genau. Und bis dahin und ja. Noch einen schönen Tag und tschüss. Ja. Ciao, ciao.